Nein, Hessler. Hat den Ball nicht richtig getroffen. Gut. Gut und geschickt gemacht von David Phillips. Ein offenes Spiel, ein kampfbetontes Spiel. Riedle. Möller. Scheint sich jetzt etwas besser einzufinden in dieses Spiel. Hessler. Schade. Der Flankenball eigentlich gut getimt, aber genau zwischen Karl-Heinz Riedle hier und Rudi Völler platziert. Keiner konnte drankommen. Im Hintergrund sehen Sie übrigens die Stehterrassen im Armspark. Sie sind nicht besetzt aus Sicherheitsgründen, genauso auf der anderen Seite. Zum ersten Mal also in Großbritannien ein Fußballspiel, in dem es nur Sitzplatztickets zu erwerben gab. Ian Rush. Williams. Horn. Und Aufmerksamkeit von Clayton Blackmore. Holger Fach. Oh, da müssen Sie vorsichtig sein. Solche Spielereien in der letzten Reihe, die werden häufig genug bestraft. Ja, ja, natürlich, richtig. Mark Hazelwood von Leeds United. Der kennt kein Pardon. Eisenhart der Mann, mit dem Knie in den Rücken des Gegners und dann oben den Kopfball gewinnen. Brehme. Hessler. Stark gemacht von Mark Hughes. Blackmore und Hessler. Peter Nicholas. Peter Nicholas mit der 4 übrigens der einzige Spieler, der beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen 1979 in Köln mit dabei war, als die deutsche Nationalmannschaft 5:1 gewann. Riedle. Da klappt es nicht so. Je näher man zum gegnerischen Strafraum kommt, desto häufiger schleichen sich kleine Fehler ein. Rudi Völler. Diesmal Ecke von Hessler. Reinhardt. Schade. Die beiden längsten waren mit nach vorne gekommen. Buchwald und Reinhardt. Franz Beckenbauer. Noch 9 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Immer noch 0:0 unentschieden. Ian Rush. Brehme.
klasse gemacht von Guido Buchwald. Möller. Immer die gleiche Handbewegung nach solchen Situationen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Dabei hat er sehr wohl den Knöchel von Andreas Möller getroffen. Der junge Dortmunder in seinem vierten Länderspiel, der jüngste im deutschen Team, Andreas Brehme. Versuch einer Abseitsfalle. Der Ball darf noch nicht ausgeführt werden, denn am Boden liegt ein Spieler der Waliser und beschimpft wird da Holger Fach, der angeblich seinen Gegenspieler Mark Hughes am Kopf getroffen haben soll. Hier hinten sehen wir es, aber ein Foul war da nicht zu erkennen. Weder der Schiedsrichter noch der Linienrichter hat sich bemerkbar gemacht. Also weiter Versuch Brehme. Blackmore, Nicholas, Hazelwood, und Southall. Blackmore gefällt mir ausgezeichnet. Von ihm geht sehr viel Gefahr aus über die rechte Seite und ich glaube, da muss Franz Beckenbauer seine Mannschaft doch etwas besser einstellen auf diese Nummer 2, Andreas Möller. Brehme. Jeder Zweikampf mit ihm hier endet mit einem Sturz. Nicholas. Ja, und jetzt gibt es endlich Gelb. Die erste gelbe Karte nach diesem 5. oder 6. Foul eines Waliser Spielers. Und bestraft wird eigentlich einer von denen, die bisher noch nicht unbedingt so negativ in Erscheinung getreten sind. Da haben sich andere schon wesentlich negativer hervorgetan, wenn ich da an Hazelwood und an Nicholas denke, aber die gelbe Karte, die erste für die Nummer 2, Clayton Blackmore. Noch 5 Minuten in der ersten Halbzeit, 0:0. Alois Reinheit, da er bisher keinen Fehler gemacht hat, seinen Part souverän spielt. In seinem ersten Länderspiel. Nun, er ist ja auch kein Neuling in dem Sinne. Immerhin schon 27 Jahre alt. Erfahrener Bundesliga-Profi mit mehr als 200 Einsätzen. Hat in der Juniorenauswahl gespielt, in der Olympiamannschaft. Also kein allzu großes Risiko für Franz Beckenbauer, ihn hier heute Abend einzusetzen. Das sieht der Teamchef bestimmt nicht gern. Die vorderen Reihen müssten sich etwas mehr bewegen, etwas mehr sich anbieten. Es wird schwer für die Abwehrspieler, für Berthold, für Fach und für Reinhardt, Anspielpartner zu finden. Möller läuft mir zu wenig.
Thomas Hessler steht auch. Das haben sie Mitte der ersten Halbzeit besser gemacht. Möller. Die Hand zu Hilfe genommen von Nicholas. Stefan Reuter, lange nicht am Ball gewesen. Hessler. Thomas Hessler, an sich einer von denen, die über die beste Schusstechnik verfügen, die eigentlich auch mit den ungewohnten englischen Bällen zurechtkommen müssen, die ja ein bisschen härter, ein bisschen schwerer sind. Southall. Radcliffe auf Blackmore. Hazelwood. Guido Buchwald, dem man bisher eine gute Leistung bescheinigen darf. Hessler. Diesmal eine verunglückte Flanke. Auch dieses Stadion hier, der Amtspark, praktisch im Stadtzentrum gelegen. Gebaut für 58.000 Zuschauer. Etwa 4-5 Mal im Jahr wird hier Rugby gespielt. Rugby, die Sportart Nummer 1 in Wales. Dann kommt Cricket und dann Fußball. Saunders. Der bekam den Ball nicht unter Kontrolle. Das hätte wenige Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit die Führung für Wales eigentlich sein müssen. Bodo Ilgner, gute Faustparade. Rush. Da schwimmen sie. Nein, nein. Sie reklamieren Hand, aber das Entscheidende ist doch in so einem Fall, dass eine Absicht vorliegen muss, wenn man einen Strafstoß haben will. Und diese Absicht war hundertprozentig nicht gegeben. Hier sehen wir es noch einmal. Da ist Guido Buchwald, wird stark bedrängt, geschoben und berührt dann zwar den Ball mit der Hand, aber einen Strafstoß kann man in dieser Situation nicht geben. Stefan Reuter, die reguläre Spielzeit bereits überschritten. Noch einmal Einwurf für Wales. Neville Southall. Der Schiedsrichter schaut bereits auf die Uhr. Große Unterbrechungen hat es eigentlich nicht gegeben. Keinen Anlass, länger zu spielen. Und da ist der Halbzeitpfiff. Und ein Pfeifkonzert sicherlich gegen den Herrn in Schwarz, von dem man einen Elfmeter erwartet hat. 0-0 zur Pause zwischen Wales und Deutschland. Hier noch einmal diese Situation, bei der man fast das erste Tor hätte hinnehmen müssen. Bodo Ilgner
hat er sehr viel Glück, dass Ian Rush den Ball nicht unter Kontrolle bekommt. Und der klärende Schlag von Alois Reinhardt. Damit also 0:0 und es werden sicherlich noch einmal spannende 45 Minuten. Und die deutsche Mannschaft wird ihr Letztes geben müssen, um diesen einen Punkt, den man ja eigentlich auf jeden Fall hier erreichen will, über die Zeit zu bringen. Die deutsche Aufstellung, die konnten wir Ihnen ja vorhin nicht zeigen. Im Tor Bodo Ilgner also, mit der 2 Thomas Berthold, mit der 3 Andreas Brehme, 4 Alois Reinhardt, der Debütant, 5 Stefan Reuter, 6 Guido Buchwald, 7 Karl-Heinz Riedle, 8 Holger Fach, 9 Rudi Völler, 10 Andreas Möller und mit der 11 Thomas Hessler. Und jetzt eine erneute Ermahnung an einen Waliser Spieler, während sich ein Deutscher am Boden wälzt. Ich glaube, es ist Alois Reinhardt, der Leverkusener. Hier sehen wir es noch einmal. Mit beiden Füßen. Das hat also mit Härte im britischen Sinne, dazu gehört auch ein Schuss Fairness, absolut nichts zu tun. Mit beiden Füßen gestreckt in den Gegner hinein. Hohe Verletzungsgefahr, so etwas macht man nicht. Vielleicht auch ein Blick auf die Auswahl von Wales im Tor. Southall, 2 Blackmore, 3 Phillips, 4 Peter Nicholas, 5 Hazelwood, 6 der Kapitän Kevin Radcliffe, 7 Saunders, 8 Williams, 9 und 10 die beiden wichtigsten Leute, Ian Rush und Mark Hughes. Und dann noch mit der 11 Barry Horn. Das also die Aufstellung. Und der Teammanager ist Terry Joris. Es sieht so aus, als sollte der Leverkusener weiter mitmachen können nach dieser bösen Attacke von Barry Horn. Unruhe natürlich auch bei der deutschen Mannschaftsleitung, bei Teamchef Beckenbauer, bei Holger Hosig. Und es geht weiter. Oh, Vorteil. Da wollen wir dem Ian Rush keine Absicht unterstellen. Hey! Da hat sich der Neville Southall doch einigermaßen verrechnet bei dieser Flanke fast von der Grundlinie. Und was entscheiden die Herren jetzt? Ecke für Deutschland. Die vierte. Von der rechten Seite mit Thomas Hessler. Brehme. Noch einmal Hessler. Natürlich faul von Stefan Reuter, mit dem Arm geschoben, gesperrt. Soweit für Dean Saunders. Holger Fach hat da eben, Sie haben es vielleicht ganz kurz gesehen, einen Tritt aufs Auge bekommen, sicherlich unbeabsichtigt, hier sehen wir es, er wird behandelt von den Masseuren, von Professor Hess. Ein Tritt von Ian Rush auf die Augenbraue, die sofort angeschwollen ist. Aber auch Holger Fach, der jetzt seinen Eiswürfel mitgenommen hat zum Kühlen, damit die Schwellung etwas zurückgeht, kann Gott sei Dank weitermachen, denn allzu viele Kräfte im Defensivbereich hat Franz Beckenbauer nicht mehr auf der Bank sitzen. Da gibt es zwar noch einen Litbarski, einen Klinsmann für den offensiven Bereich, aber dann kommen nur noch Günther Herrmann und Wolfgang Rolf. Andreas Möller, dem man etwas mehr Selbstvertrauen wünschen möchte, der sehr zaghaft, sehr zaudernd spielte in den ersten 45 Minuten, sich fast ein bisschen versteckte.
Glück für Andreas Brehme. Auch das kann man vertreten. Gelbe Karte für Andreas Brehme. Nach dieser Attacke gegen Mark Hughes. Keine Chance, den Ball zu spielen, aber ein freundschaftliches Shakehand unter gestandenen Profis. Freistoß Blackmore, Hazelwood ist mit vorne, Buchwald. Brehme. Ian Rush. Achtung! Sie sind wieder stärker geworden, die Waliser. Haben neuen Mut gefasst nach dieser Großchance, die sie vergeben haben. Zum Ende der ersten Halbzeit und wieder ist Holger Fach am Kopf getroffen worden. Alois Reinhardt ist angeschlagen. Offensichtlich hat zur Bank signalisiert, dass er möglicherweise den Platz verlassen muss. Und Wolfgang Rolf macht sich hier unter uns oder jetzt hinter dem Tor der Waliser warm, bereitet sich vor auf seinen Einsatz. Holger Fach hätte viel Platz, könnte in Richtung Tor marschieren. Völler. Da hätte der Holger Fach ruhig etwas energischer in Richtung Waliser Gehäuse marschieren sollen. Attackieren und nicht einfach nur in die Mitte hineinflanken. Unter uns wird jetzt Reinhardt wieder behandelt. Andreas Brehme. Friedle! Na bitte! Die erste gute Möglichkeit für die deutsche Nationalmannschaft nach der Pause in der 52. Minute. Und Reinhardt, das können Sie jetzt nicht sehen, wieder auf dem Platz. Thomas Hessler. Fach gegen Redcliffe. Brehme. Und aus. Im Prinzip geht es so weiter wie auch schon über weite Strecken in der ersten Halbzeit. Das Spielerische tritt naturgemäß in den Hintergrund. Kampf ist Trumpf. Fußballarbeit wird hier verlangt und nicht Fußballspiel. Rudi Völler, sehr schön. Hessler. Ja. Super gemacht vom kleinen Kölner. Da fehlten höchstens 50 Zentimeter. Neville Southall ansonsten kaum geprüft im ersten Abschnitt. Noch einmal die Ecke von Brehme. Der Kopfball von Riedle und vom Kapitän fast auf der Linie geklärt von Kevin Redcliffe. Zwei gute Möglichkeiten also für die deutsche Mannschaft innerhalb einer Minute. Das war die zweite von Hessler. Reuter. Southall. Hughes. Und jetzt gibt es wieder Gelb, natürlich. Von hinten, sagen wir es mal deutlich, einfach in die Knochen getreten. Dem Ballführenden auf die Achillessehne geschlagen. Dritte gelbe Karte also jetzt für Mark Hughes.
in der 55. Minute. Mark Hughes, von seinen Profikollegen zum Spieler des Jahres gewählt, feiert heute ein kleines Jubiläum, 25. Länderspiel. Und das ist das schmerzverzerrte Gesicht von Thomas Hässler. Wolfgang Rolf sehen Sie hier, den Leverkusener, der sich auf seinen Einsatz vorbereitet. Aber Franz Beckenbauer wird natürlich unter den gegebenen Umständen erst dann wechseln, wenn es wirklich nötig ist. Das heißt, wenn der Spieler signalisiert, es geht nicht mehr. Denn immerhin sind ja noch 35 Minuten zu absolvieren. Berthold. Reuter bietet sich an. Sowas kann leicht ins Auge gehen. Möller. Mal sehen, vielleicht kann er sich jetzt einmal in Szene setzen. Das technische Rüstzeug, die Schnelligkeit, das alles bringt er ja mit sich. Riedle. Saunders. Auch an dieser Entscheidung gibt es nichts zu rütteln. Reuter unkorrekt gegen Dean Saunders. Kevin Radcliffe, der Kapitän. Spielt beim FC Everton. Saunders! So. Dean Saunders. 3 Millionen hat er gekostet, als er im Oktober von Oxford nach Derby County wechselte. Einer der besten Torschützen in der ersten englischen Division. Gefährlich dieser Pass von Guido Buchwald. Sie bringen sich immer wieder selbst in Gefahr. Leiten die Angriffe des Gegners praktisch selbst ein, wie eben Guido Buchwald. Und bauen den Gegner natürlich so auf. David Phillips. Möller. Jetzt hat er Zeit. Allein gegen zwei. Schneller als die acht. Jawohl. Weiter, weiter. Völler. Oh. Gut gemacht diesmal von Andi Möller. Und ein bisschen zu lange gezögert von Rudi Völler. Er war schon etwas zu weit nach vorne. Noch einmal stoppen. Und dann war Radcliffe dazwischen. Nur eine Ecke, nur, muss man in diesem Fall sagen. Aber wenigstens ein Konter, der etwas besser saß als die bisherigen. Möller. Warum nicht direkt schießen? Reinhardt. Berthold. Hässler bietet sich an. Möller. Das tut weh. Aber da muss er durch. Und das gehört zum harten, zum internationalen Fußballgeschäft. Das wird ihm noch einige Male so ergehen. Nicht nur heute in dieser Partie, auch in den nächsten Länderspielen, die er sicherlich für Deutschland noch bestreiten wird. Bremen. Oh, oh, oh. Alois Reinhardt. Berthold.